Segways, Touribusse oder ganz normal zu Fuß. Wenn man eine Stadt wie Aachen zum Beispiel erkunden will, dann sind eigentlich meistens die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten der Mittelpunkt des Geschehens. Bei dem Fahrzeug, das wir Ihnen jetzt zeigen, geht es aber fast genauso sehr um das Gefährt selber. Das ist nämlich eine kleine Seifenkiste namens Hot Rod. Mit der kann man nur ein paar Zentimeter über dem Boden flitzen. Dafür aber mit Karacho. Kurvenreiche und wenig befahrene Straßen sind natürlich das Beste, was einem in diesem Flitzer passieren kann. Aber auch mitten durch die Stadt oder sogar stehend an der Ampel. Irgendwie scheint alles spannend zu sein, wenn man 10 cm über dem Boden sitzt. Damit das jeden Tag reibungslos klappt, werden alle Fahrzeuge täglich gewartet. Schließlich setzen sich da Anfänger rein. Für die Mitarbeiter ist das kein Problem. Die Wagen haben eine ganz gute Lernkurve. Also so nach den ersten 10 Minuten haben wir nur noch Profis am Steuer sitzen. Wir haben eine Einführungsrunde, das heißt, jeder hat genügend Gelegenheit, den Wagen wirklich kennenzulernen. Es gibt eine Einführung, die wir mit jedem Kunden machen, wo wirklich alles vom Blinker über die Bremsen, das Lenkverhalten, alles genauestens erklärt wird. Für die heutige Runde werden schon mal alle Hot Rods auf den Hof gestellt. Ein kleines Video erklärt, wie man fahren soll und wie die kleinen Flitzer funktionieren. Natürlich werden die Fahrzeuge auch noch mal ganz in Ruhe erklärt. Achte bitte darauf, dass du es nicht auf die Gangschaltung trittst. Hinten nur kurz draufsetzen, Beine gerade und reinrutschen. René und Yannick haben heute die Karlstour gebucht. Dabei geht es mitten durch die Stadt. Da ich schon öfter gefahren bin, muss ich sagen, das Gefühl, wenn so ein großer LKW neben einem auftaucht, ich finde nicht schlecht, wie klein man urplötzlich ist. Und es ist einfach Spaß, Sucht. Ja, man hat halt direkt die Antwort vom Wagen, wenn man auf der Straße ist. Man merkt jede Bodenwelle, man merkt sofort das Gas. Und es macht einfach Spaß. Daumen hoch und los geht es. Für René ist die Tour durch die Stadt ein Highlight. Das Gefühl, wenn die Leute einem zuwinken, erstmal einen bestaunen in den kleinen Karren und dann eben auch wieder den Bus daneben, das ist dann wieder, wo man sich klein fühlt, aber das Go-Kart-Feeling auf der Straße ist Wahnsinn. Wie erwartet geht jede Bodenwelle, jedes Schlagloch oder jeder Gullideckel direkt in den Rücken. Aber die Hotrod-Fahrer wollen das so. Glücklicherweise gibt es nur ein Brems- und ein Gaspedal. So können sich auch Anfänger ganz aufs Lenken konzentrieren. Genau das macht Spaß. Die Hotrods legen sich nicht in die Kurve, sie kleben auf dem Asphalt. Diese beiden Herren hatten die Idee mit der Aachener Station. Eigentlich betreiben die beiden die Michael-Schumacher-Kartbahn in Kerpen, doch es lockte sie raus aus der Halle. Weil wir gebürtig hier aus Aachen sind. Wir kommen selber von hier und danach hat man dann halt die zweite Idee, dass wir das einmal hier in Aachen machen, genau wie in Kerpen am Kartcenter auch. Okay. Außerdem ist Aachen eine schöne Ecke. Wir haben direkt die Eifel, die Mergeland-Route und hier ist einfach schön zu fahren. Ne? Die Nachmittagstour geht rauf zum Dreiländerpunkt. Hier können sich die Fahrer richtig austoben. Ein bisschen erinnert das dann an die eigentlichen PS-starken Hot Rods aus den USA. Die hier wurden auf Seifenkistenniveau geschrumpft. Die eigentliche Sensation ist vielleicht die Tatsache, dass sie in Deutschland eine Straßenzulassung bekommen haben. Stoppen kann die offenen Flitzer jetzt nur noch ein kräftiger Regenguss.